Viele Redner und Rednerinnen investieren unglaublich viel Zeit in die Gestaltung ihrer PowerPoint. Aber kaum Zeit in die Steigerung der eigenen Wirkung. Und ich frage Sie hier und jetzt, was ist denn wichtiger? Das letzte i-Tüpfelchen aus der PowerPoint zu holen oder die Wirkung desjenigen, der spricht? Ich bin Martin Klappeck und ich gehöre zu den 100 besten Rednern Deutschlands. Ich habe die Erfahrung aus Hunderten von Live-Auftritten, aber auch aus virtuellen Formaten. Und ich coache Führungskräfte. Und egal, ob sie virtuell oder live präsentieren, ich mache sie deutlich besser. Und viele fragen mich, Mensch Martin, wie sieht denn so ein Präsentationscoaching aus? Es sieht so aus, dass sie eine reale Rede unter möglichst realen Bedingungen halten. Ich nehme die auf und stoppe dann irgendwann. Und dann arbeiten wir an denjenigen Punkten, an denen Sie sich am schnellsten und am stärksten verbessern können. Das kann der Blickkontakt sein, die Körperhaltung, die Stimmlage, die Modulation, ganz wichtig, freies Sprechen, Storytelling bis hin zu Entspannungstechniken. Und im Anschluss erstelle ich ein Videotagebuch. Das heißt, ich schneide die wichtigsten Szenen zusammen und kommentiere die im Nachgang. Und dieses Videotagebuch ist unglaublich wertvoll für Sie. Erstens, Sie sehen Ihren Leistungsfortschritt und zweitens, vor Ihrer nächsten Rede, vor Ihrem nächsten Auftritt, können Sie das, was wir gemeinsam erarbeitet haben, sich abholen aus dem Videotagebuch. Das heißt, es geht nichts verloren. Und natürlich ist sowohl das Coaching als auch das Videotagebuch absolut privat. Und ich freue mich, dass ich Ihnen dennoch heute einige Ausschnitte aus einem Coaching zeigen kann. Herr Thomas Höbel, Vorstandssprecher der VR Bank Dachau, hat zugestimmt, dass ich diese Passagen veröffentlichen darf. Lieber Herr Höbel, ganz herzlichen Dank dafür. Und wenn Sie sich gleich fragen, Mensch, tritt denn der Höbel ohne Jackett auf? Live natürlich nicht. Wir arbeiten bewusst, besonders am Anfang, in entspannter Kleidung, um uns auf den Inhalt noch mehr konzentrieren zu können. Ja, und da wird es auch mal anstrengend, da werden die Ärmel schon mal hochgekrempelt. Und Sie sehen im Anschluss am Ende einen Ausschnitt aus der ersten Veranstaltung, die Herr Höbel nach dem Coaching bestritten hat, einer virtuellen Betriebsversammlung. Viel Spaß! Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zuerst danken. Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, für den gemeinsamen Erfolg des letzten Jahres. Danke für Ihren Einsatz und zum Wohle unserer Bank. Gut ist Sprachgeschwindigkeit, Modulation, das ist alles toll. Aber für ein virtuelles Format ist es nicht ganz glücklich, dass Sie den Blickkontakt nicht halten, dass der dauernd weggeht. Und gleichzeitig, fangen wir mal mit den beiden Punkten an, ist der Oberkörper nicht ruhig. Dazu möchte ich Ihnen eine kleine Übung vorschlagen für den Oberkörper. Ja. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten einen Haken im Kopf und durch das Haken ist ein Seil gespannt. Ja. Das Seil wiederum geht zur Decke und ist über einen Flaschenzug, kennen Sie vielleicht schon, umgeleitet und Sie werden jetzt hochgezogen. Machen Sie das mal mit. Bis auf Zehenspitzen bitte, dass Sie auf Zehenspitzen stehen. Genau, und lassen Sie einen Moment halten. Und dann lassen Sie das Seil durch den Flaschenzug zurückkommen und dann haben Sie eigentlich einen optimalen Stand. Mhm. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein herzliches Grüß Gott zu unserer heutigen Vertreterversammlung. Auch wenn es nur virtuell ist, freut es mich sehr, heute vor Ihnen sprechen zu können. Auch im Namen meiner beiden Kollegen, Herrn Hempel und Herrn Schöpfel, ein herzliches Grüß Gott. Ich mache da mal eine kurze Pause. Wie haben Sie sich selbst empfunden? Ja, gut. Schön. Ich habe mich wohl gefühlt. Ziel dieser ersten Übung war es, dass Herr Höbel den Oberkörper ruhig hält und dass er den Blickkontakt hält. Beides ist ihm hervorragend gelungen, aber er hat so gut wie keine Gestik eingesetzt. Er stand eher so. Und daran haben wir im Folgenden gearbeitet, Gestik gezielt einzusetzen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein herzliches Grüß Gott zu unserer heutigen virtuellen Betriebsversammlung. Es freut mich, dass wir heute zumindest virtuell zusammen sein können. Grüß Gott auch im Namen meiner Kollegin, Herrn Hempel und Herrn Schöpfel. Lieber Herr Kraut, vielen Dank für Ihre einleitenden Worte. Ja, aber toll, das war doch super, klasse. Danke. Sehr schön. Ich bin immer wieder überrascht, ja erschrocken, wie viele Rednerinnen und Redner ablesen. Das heißt, wie viele Rednerinnen und Redner sprechen, während der Blick noch auf dem Zettel ruht.
Und das sieht dann so aus. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen zu unserer Generalversammlung und möchte Ihnen jetzt die Tagesordnung vorstellen. Ja, und das ist ganz schlecht. Denn wenn Sie sprechen, während Ihr Blick noch auf dem Zettel ruht, haben Sie keinen Blickkontakt. Und wenn Ihre Zuhörer nicht Ihr Gesicht, nicht Ihre Augen sehen, ist die Wirkung fast gleich null. Lösen Sie sich bitte von der Vorstellung, dass es schlimm ist zu lesen. Schlimm ist es nur, wenn Sie während des Lesens sprechen. Wenn Sie also sich die Informationen abholen, den Blickkontakt aufbauen, dann sprechen, können Sie so oft auf den Zettel gucken, wie Sie möchten. Wir haben das Problem erkannt, schon seit längerem erkannt, und haben auch entsprechende Maßnahmen aufgesetzt. Beschleunigt wurde eine Maßnahme zum Beispiel durch die Pandemie, das Thema mobiles Arbeiten. Ich kann da sein, wenn meine Kinder das wollen, und ich kann dann arbeiten, wenn ich Zeit habe. Wir haben auch das Thema BGM, betriebliches Gesundheitsmanagement, aufgesetzt bei uns schon vor längerer Zeit. Das wirkt auch. Das war sehr gut. Sie haben das jetzt gemacht, dass Sie nach dem Blick auf den Zettel sich eine Sekunde Zeit genommen haben. Halten Sie das durch. Das ist nicht lang. Viele Präsentierende setzen gerne ein oder mehrere Zitate ein. Und das ist auch gut so. Ein Zitat kann einstimmen, ein Zitat kann zusammenfassen, ein Zitat kann aufrütteln und appellieren. Herr Höbel hat ein Zitat für seinen Vortrag mitgebracht. Ich bin jetzt sonst nicht so der Freund von diesen klugen Zitaten, die eine gewisse Weisheit vortäuschen sollen, aber das hat mir sehr gut gefallen. Wohlbehagen ermattet den Geist, Schwierigkeiten erziehen und kräftigen ihn. Das klingt jetzt etwas altbacken, es ist auch von Francesco Petrarca, und zwar von 1304 bis 1374 lebte der. Wie hat dieses Zitat auf Sie gewirkt? Auf mich? Nicht gut. Die Absicht war gut, die Umsetzung war nicht gut. Warum? Wenn Sie ein Zitat einsetzen, stellen Sie sich bitte zwei Fragen. Erstens, was möchte ich durch das Zitat erreichen? Zweitens, was brauche ich dafür aus diesem Zitat? Welchen Text und was kann ich weglassen? Und lassen Sie alles Überflüssige weg. Ich weiß, dass der eine oder andere vielleicht zuckt und sagt, Mensch, Zitat darf man nicht verändern. Doch, darf man. Ein Zitat sollte nicht so sein wie eine stumpfe alte Waldaxt, sondern spitz wie ein Speer. Und alles Überflüssige macht das Zitat stumpf bis wirkungslos. Was war hier überflüssig? Überflüssig war, dass Herr Höbel eigentlich nicht so viel von schlauen Zitaten hält. Überflüssig war hier der Name des Zitatgebers, weil den eh keiner kennt. Und überflüssig war auch der Zeitraum, von wann bis wann er gelebt hat. Also alles Überflüssige weg. Wir haben dann noch ein Wort geändert, erziehen. Kein Mensch möchte gerne erzogen werden. Ich denke bei Erziehen sofort an Hundeplatz. Und das Wort haben wir ersetzt. Und ganz wichtig, wenn Sie ein Zitat sprechen, unbedingt den Blickkontakt während des Sprechens halten. Wenn Sie das Zitat quasi ablesen, wenn man nur Ihre Schädeldecke sieht, hat es keine Wirkung. Ein Zitat, das schon sehr alt ist, über 700 Jahre, von einem italienischen Dichter, hat Aktualität heute mehr denn je. Wohlbehagen ermattet den Geist, Schwierigkeiten stärken ihn. Was sagt uns das? Sie kennen mein anderes Beispiel von der Skischule. Wir müssen raus aus der Komfortzone, um uns weiterentwickeln zu können. Ja, und hier ist das Zitat richtig gut gelungen. Herr Höbel hat alles Überflüssige rausgenommen. Er hat das Zitat freigesprochen. Klasse. Und jetzt sagt bestimmt der eine oder andere, Moment, der hat doch auf den Zettel geguckt. Ja, stimmt. Aber er hat auf den Zettel geguckt, sich die Informationen des Zitates abgeholt, Blickkontakt aufgebaut und dann gesprochen. Und das ist völlig in Ordnung. Anschließend haben wir noch ein bisschen an der einen oder anderen Stelle an der Modulation gefeilt. Unsere 350 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, hatten letztes Jahr 790 Ausbildungstage. Sie haben sich also an 790 Tagen weitergebildet. An der einen oder anderen Stelle können wir noch ein bisschen mit Modulation arbeiten. Mir ist es an dem Beispiel aufgefallen, als Sie sagten, 790 Fortbildungstage. Das könnten Sie beispielsweise verstärken und sagen, 790 Fortbildungstage. Der Dank ist auf jeden Fall inhaltlich ein Teil
wo das Verlassen des Rednerpultes sinnvoll ist, weil sie einfach eine stärkere Bindung zu ihren Zuschauern, zu den Gästen aufbauen und dann der Dank einfach noch ein bisschen wärmer beim Empfänger ankommt. Danke an unsere Kolleginnen und Kollegen für die engagierte Mitarbeit, für das Herzblut, das sie hier abliefern oder das Herzblut, das sie einbringen. Danke an unsere Kunden für die Treue, die sie uns gehalten haben, die Verständnis haben auch für die Einschränkungen, die wir die letzten Jahre hatten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich sagte am Anfang des Videos, ich schaue mir einen Originalbeitrag von Ihnen an und wir arbeiten dann an denjenigen Punkten, bei denen Sie sich am schnellsten und am stärksten verbessern können. Ich nenne jetzt mal technische Punkte. Das können Blickkontakt sein, Körperhaltung, Modulation, Gestik, Sprachtempo und vieles mehr, je nachdem, was Ihnen am meisten hilft. Immer mehr Rednerinnen und Redner buchen mich aber auch, um konkret an den Inhalt der Rede zu arbeiten. Die sagen mir dann, wer die Zielgruppe ist und was das Ziel ihrer Rede ist. Und dann nehmen wir quasi die ganze Rede auseinander. Wir arbeiten an Appellen, wir arbeiten am Storytelling. Oft kürze ich Textmengen, denn viele neigen dazu, zu viel zu sagen und die Zuhörer zu langweilen. Und da habe ich unglaublich viel Erfahrung, wie erreiche ich wirklich optimal mein Ziel. Meine Damen, meine Herren, ich hatte Ihnen vorher gerade gesagt, wir wollen und müssen uns unseren Herausforderungen stellen, damit wir auch gestärkt aus den aktuellen Situationen hervorkommen. Es macht keinen Sinn, wenn der eine links sagt, der andere rechts, der Maschinist sagt vorwärts, der Kapitän sagt rückwärts. Das ist unsere Herausforderung, darum bitte ich Sie auch, gemeinsam diese Veränderungen mitzugehen. Mir war dieser Appell zu weich. Und ich habe Herrn Höbel gefragt, was er mit diesem Appell erreichen möchte. Möchte er eine nette Abmoderation machen und ein warm Feeling auslösen? Oder möchte er seinen Leuten sagen, hey, es ist 5:12, ich erwarte von euch, dass ihr wirklich was verändert. Und Letzteres hat er bejaht. Und wenn das so ist, dann ist es wichtig, so einen Appell auch deutlich zu sprechen. Klar, mit ein bisschen Schärfe und ihn auch in der Rede an der richtigen Stelle zu platzieren. Wir werden diese Kursänderung herbeiführen und ich fordere Sie auf, da mitzumachen. Machen Sie mit und dann verspreche ich Ihnen, werden wir auch erfolgreich in die Zukunft marschieren und vielleicht sogar den Verband, nicht nur vielleicht, sondern sicher, den Verband beim Betriebsergebnis überholen. Was ich halt auch gut finde, ist, dass es muss ja keine Show sein. Ne? Das soll ja keine Show sein. Ne? Muss authentisch bleiben. Glitzershow, das hier Chaka Chaka und ich springe von links an der Bühne rum. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit Herrn Höbel und hier sehen Sie jetzt einen Ausschnitt aus seiner ersten Veranstaltung nach unserem Coaching und das war eine virtuelle Betriebsversammlung. Meine Damen und Herren, ein herzliches Grüß Gott auch im Namen meiner Kollegen Herrn Hempel und Herrn Schöpfel. Lieber Herr Kraut, herzlichen Dank für Ihre einleitenden Worte. Wir sitzen hier oben im Schulungsraum und machen mit Ihnen die Betriebsversammlung. Es freut mich, dass ich zu Ihnen virtuell sprechen darf. Ich habe heute zwei Themen für Sie vorbereitet. Einmal das Ergebnis des vergangenen Jahres. Ich habe es schon angedeutet. Es war gut, sehr gut. Und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen ist es noch besser zu werten. Aber viel wichtiger ist es mir, Ihnen kurz darzustellen, welche Herausforderungen der Zukunft wir haben und was wir dafür tun müssen, um in der Zukunft weiterhin erfolgreich zu sein. Ja, jetzt haben Sie einen Eindruck gewonnen, wie so ein Präsentationscoaching mit mir ablaufen kann. Die Übungen haben nicht in der Reihenfolge und auch nicht in der zeitlichen Dauer, wie gezeigt, stattgefunden. Es ging wirklich nur um Eindruck, um Gefühl dafür. Und lieber Herr Höbel, nochmal ganz herzlichen Dank, dass ich die Aufnahmen veröffentlichen durfte, aber auch herzlichen Dank, dass ich Sie coachen durfte. Es hat total viel Spaß gemacht und Sie haben einen großen Schritt gemacht. Wenn ich Ihr Interesse geweckt habe, nehmen Sie bitte Kontakt zu mir auf. Wir sprechen dann darüber, wie Ihr Coaching aussehen kann. Und eins sage ich gerne und auch wirklich mit Stolz. Jeden, den ich bisher coachen durfte, habe ich auf ein Level gebracht, das er sich hat vorher nicht vorstellen können. Ich freue mich auf Sie. Tschüss.